Das alte Schloss der Eremitage. 1735 machte Markgraf Friedrich seiner Gattin Wilhelmine die Eremitage zum Geschenk. Wilhelmine begann umgehend mit der Erweiterung und Verschönerung der Anlage und schuf ein wahres Kleinod des Rokoko. Das um einen Innenhof gebaute Schloss gliedert sich in die Appartements des Markgrafen und die der Markgräfin. Vor allem die Räume der Markgräfin geben einen Einblick in die Vorstellungswelt von Wilhelmine. Eines ihrer wiederkehrenden Grundmotive ist das Thema Exil. Wilhelmine, die den Markgrafen Friedrich vor allem auf Wunsch ihres Vaters, des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I., geheiratet hatte, empfand ihre Übersiedlung in das provinzielle Bayreuth stets als Gang ins Exil. Sie, die schon im Alter von 8 Jahren mit dem künftigen König von England verlobt war, aus der Ehe wurde aus politischen Erwägungen dann doch nichts, hatte sich dem Wunsch des Vaters zum Wohl der Dynastie gebeugt. Der Rundgang führt zunächst durch einen finsteren Korridor unterhalb der Treppenanlage. Unerwartet stößt der Besucher von dort auf eine Grotte, deren Wände mit Glasschlacke und Muschelschalen verkleidet sind. Die Muscheln sind zu Bildern von Fabelwesen angeordnet. Im Boden sind rund 200 Düsen verborgen, die über ein Leitungssystem versorgt werden und mit denen der Markgraf seine Gäste mit Wasserspielen beeindrucken konnte. Eine Treppe führt von dort zum Innenhof. Vorbei an den Eremitenwohnungen gelangt man zum Vorzimmer und dann zum Audienzzimmer des Markgrafen. Das Deckengemälde schildert, wie der Perserkönig Artaxerxes den athenischen Feldherrn Themistokles empfängt. Trotz militärischer Erfolge gegen die Perser hatten die Athener Themistokles ins Exil geschickt. Über mehrere Räume gelangt man in den großen Marmorsaal. Der Raum, der mit einheimischem Marmor und Kalkstein ausgestattet ist, wird von einer stuckierten Decke überwölbt. Das Deckenfresko des Malers Gabriel Schreyer zeigt den Sonnengott Apollo, Symbol für das absolute Herrschertum. Von dort gelangt man in den Trakt der Markgräfin mit dem Audienzzimmer. Auch in diesem Raum spielt das Thema Exil eine Rolle. Das Deckengemälde nimmt Bezug auf die antike Geschichte, in der Chilonis ihrem Gatten Kleomprotos ins Exil folgte. Ausdruck der Bewunderung für fernöstliche Kunst und Lebensformen ist das anschließende japanische Kabinett. Das Musikzimmer gilt als besonders schönes Beispiel für einen Rokoko-Raum. Die Stuckfiguren an der Decke zeigen den antiken Sänger Orpheus, der mit seinem Saitenspiel die wilden Tiere besänftigt haben soll. Porträts von Verwandten und Freundinnen der Markgräfin schmücken den oberen Teil der Wände. Mit seinen unregelmäßigen Spiegelscherben durchbricht das chinesische Spiegelkabinett die allgegenwärtige Symmetrie. Mit der Arbeitskammer schuf sich Wilhelmine, die auch zur Malerin begabt war, ein eigenes Atelier. Der Rundgang endet in der großräumigen Küche. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.